zurück und diesmal richtig im blutigen Kampf. Ja. So, Jane heilen, meinst du? Ja, das sieht nicht gut aus. Über die Hälfte. Da kommen auch gerade noch 5 Monster gleich. Von okay, einer ist eingefroren. Ist doch voll die Verschwendung. Sieht nicht gut aus. Was ich jetzt mache. Ja, also kannst du ja machen, aber. Er hat halt nur 100 Schaden gehabt und ich mach 300 Heilung. Na, ja, na klar. Ihn kann ich auch nicht schmeicheln. Ich bin einfach nicht gut drin. Endet. Läuft. Genau, dann kommt man wieder so nah, dass ich die Toten treffe. Oh. Und der Große. Vor einer ist er wieder eingefroren. Julia ist eingefroren gerade. Du bist eingefroren. Ja, ich wurde eingefroren. Ist das denn für ein beschissener Kampf? Es wird mir ein bisschen zu voll hier drin. Ich sitze noch mal drauf. Es ist immer verwirrend, dass das die Zahl für Heilen und die Zahl für Eisschaden so ähnlich blau sind. Sehr ähnlich ist, ja. Was machen wir jetzt? Skelett? Ja, machen wir Skelett. Wenn ich mal Platz hätte. In sinnvoller Kampfnähe. Das ist doch super. Der ist weg. Ja, kannst du was hören? Sehr geil. Ja, da kommt sofort der nächste. Aber Skelett kann er ruhig machen. Sehr gut. Nicht gut. Nicht gut. Wieso rennen die alle immer noch vorbei? Weil ich geblendet und sonstiges Zeugs gefroren und so. So, der Mann braucht Heilung, ne? Sonst ist ihm nicht gut. Das habe ich auch. Ach, du kriegst Passierschläge. Der ja, zu. Was ist da los? Oh, ich bin ja fast tot. Bist du. Ich kann dir nicht. So ein Heile-Schauer noch? Es dauert noch 20 Runden, bis der geht. Also. Ich kann ihn nur einmal pro Kampf einsetzen. Große Viech geht bald kaputt, ne? Schriftrolle des Fremdheils? Schauen wir mal eben. Heile Wasserdingsi? Was haben wir denn da? Stellt 444 Lebenskraft eines Ziels sofort wieder her. Na, das finde ich noch gut, ne? Machen wir das doch. Rein nie ausgewählt, oder? Sehr geil. Haben wir denn noch an tollen Schriftrollen? Eine Schriftrolle des beschworenen Eiselementars. Das tut ja mein Skelett. Verbrennungsunität hilft mir jetzt auch nicht. Schriftrolle des Eissplitters. Ja, das könnte man versuchen. Ja, hier auf den Blurahmen da vorne. Den Drachen, ne? Ja, ja, genau. Den brennenden. Jawoll! Egal. So.
Hängen zwei bei ihm in der Ecke? Was? Ja, ja, das sind noch zwei weitere, ja. Schade. Toll. Nice. Wenn denn jetzt mein Giant gerade 75 Schaden bekommen. Ja, gib mal aufs Skelett, das ist ganz gut. Oh, sieht aber jetzt auch nicht gerade sehr gut aus da. Wolle müssen wir uns auch bei Zeiten kümmern. Jawohl. Sehr gut. Geheilt. Ich hatte gerade schon Angst, das wäre der Gegner. Aber war er ja doch nicht. Ah, das liegt ja so ein Schlag ab. Argos jetzt einen. Sehr gut. 400 Schaden habe ich gemacht. Mit einem normalen Angriff. Er hat gesessen. Hat sich gebufft oder? Hey, der hat Jan. Blutung. Dann leider. Blutung. Ja. Die wollen nicht bluten lassen, glaube ich. Ja, will ich voll für. So, Madame et Monsieur. Also, den Suram, den habe ich down. Wahrscheinlich mit dem Wasserelementar. Ich noch irgendwas Tolles. Da kann ich gleich diesen Spezialangriff machen und dann ein paar Mal draufhauen. Brauchst du nicht im Kopf. Könnte ich wahrscheinlich besser um die beiden. Ja, ich würde gerne den Kettenblitz einsetzen, aber ich habe nicht genug Aktionspunkte für den Kettenblitz. Naja, was ist denn Aktionspunkte unter der Kettenblitz? Ist wahrscheinlich kein. Das ist eine Schriftrolle. 9 Aktionspunkte, oh, ja, und mir fehlt einer. Eismunität, Luftschild bringt mir auch nicht viel. Feldschlag, das klingt gut. Und welche auf die beiden hier hinten? Ah. Bon. Wolle, du brauchst Energie. Warum hat denn nur kleine Heiltränke? Scheiße. Mist, den fällt auch einer. Ja, dann machen jetzt aber bitte auch platt. Jawoll. Okay, na gut. Kein Thema, mach mal. Sehr gut. Auf mich kannst du immer bluten. Ah, gut, der war nicht. Der war nicht so heftig. Ah? Ich hau mir jetzt selber einen rein. Hast du sogar eingefroren. Aber ihn auch, sehr gut. Ja, aber Margot auch und der andere ist tot, ne? Na, da ging's ja. War mir das in dem Moment erstmal egal. Na, was macht sie denn jetzt? Sie hat ihn vor sich. Skeletti Letti lebt noch. Schriftrolle des Giftimmunität, Schriftrolle des. Was? Mitternachtsöls? Jetzt wird er in Ölflächen. Zaubert einen magischen Giftstachel. Das könnte man auch mal machen. Aber Gift wird überheilen, oder? Ah, es hätte ihn vergiften sollen. Na, dann hauen wir einfach mal zu. Zack. Immerhin etwas.
So, dann hilft ihr nochmal mit, dann haben wir es auch, glaube ich, gleich geschafft. Ja, glaube ich auch. Blutung brauche ich nicht, Beschleunigung brauche ich nicht, Lähmen brauche ich auch nicht mehr. Voll drauf. Ah, der ist wahrscheinlich da. Ja. Jawohl. Jawohl. Das war das Skelett. Ja, tata. Na? Hat ja viel gemacht, das Monster. Naja. Hier, wo man ein bisschen Eis in sich werfen dürfen. Doch, jetzt mittlerweile sieht der Kampf wieder sehr gut aus für uns. Bin höchst zufrieden. Ja. Was? Hat er sich 300 Schaden geheilt? Das ist dann auch nicht gerade schlecht, ne? Meine Wenigkeit macht. Ach, gucken wir nochmal wieder in die Dinger hier rein, das ist doch schön. Brandopferung klingt auch so nett, aber er hält sich wahrscheinlich nicht durch Feuer, ne? Warum sollte er? Brandopfern wir ihn nochmal. Ja, okay. Ach, das ist, den Skill habe ich ja sowieso. Na egal. Na egal. Lähmen kostet mich 3. Komme ich in 3 Schritten dahin? Tatsache. Geil. Ach, das sind 3? Ja, wir brauchen nur 3, um dahin zu laufen. Zack. Stehen wir zwar dicht aufeinander. Kümmerst dich mal um den hier. Ah, der Eisenmantel lenkt ihn ab. Feigling, haut ja mal. Wir heilen uns wieder am Blut. Du hast den Stuhl eingefroren. Arme Scherzenständer. Und Gerzenständer. Du bist eine Held, bist du. Was war das? Was denn? Der Stuhl wird eingefroren ohne dich werden. Jawoll. Ja. Auf jeden Fall keiner 900 Schaden mehr. Ja, ihr steht ja im Weg. Achso. Ich halte einen anderen Kämpfer ins Feld. Ach, Wolle darf auch nur. Toll, der braucht seine ganzen Aktionspunkte, um da hinzulaufen. Hat er denn? 6 Stück. Da hat er denn? Der wäre genau hinter den Drachen, hinter dem Drachen angekommen. Aber hätte er keine Punkte mehr gehabt. Ja, toll. Ist ja voll gelohnt. Zeug. Grünes Zeug, oranges Zeug. Nehmen wir mal einfach alles. Was ist denn das da hinten eigentlich für ein. Warum ist die. Ah, die Ratte ist auch verlangsamt. Lol. Essenz der Leere, was ist das? Alter! Oh, Telekinese-Welt ist sehr gut, ja? So, was haben wir jetzt hier alles gelootet? Schriftrollen, Essenz der Leere, Wasseresistenz, Plattenstücke, Pfeile, ein Rubin, Schuppenstücke. Ja, das war's. Hä?
Ich habe einen alten Elfenschild. Hast du die ganzen grünen Sachen aufgesammelt oder wo sind die alle hin? Nö. Du hast total viel grünes Zeug aufgesammelt. Oder hatte ich Lücken in meinem Inventar? Nein, nicht. Auf jeden Fall, dieser Schild macht Blocken 29%. Schildexperte plus 1. Glücksbringer plus 2. Erdresistenz plus 20. Luftresistenz plus 25. Erfordert Stärke 11. Ja. Ja. Ne, Headless? Das ist nicht wahr. Dann zeig mir mal, was du so bekommst. Ich bin noch am. So, ich muss mal eben identifizieren, wo ist jetzt die Waffe, die ich da gefunden habe. Da. Aber ich habe so viele Saftwaffen mittlerweile, ich muss mal kurz durchgucken. Das ist eine Einerwaffe. So, ich habe jetzt gerade gefunden, eine Einhandwaffe Kriegshammer. Ist aber wahrscheinlich nichts für dich auch, ne? Ja. Einhandwaffe. Einhandwaffe, Einhandwaffe. Die hatte ich auch vorher schon mal. Jo. Da, die ist neu. Was ist das? Einhandwaffe, Klingenwaffen. 95, 117. Das meine ich auch besser, aber sieht cool aus. Zweihandwaffe. 95 bis 102 Schaden. 9 bis 15 Erdschaden. Und das war wahrscheinlich schon was. Ne, ist ein Bogen, sorry. Oh, hast du Lehrmeister 4? Lehrmeister 4 komme ich nicht ran. Doch, da, ich kann diesen Ring anziehen. Ja, okay. Wenn du nicht reagierst, mache ich selber. Einhandwaffe, veralteter Panzerbrecher des Sturms, Stichwaffen, Luft. Was ist denn das? Kritischer Schaden, kann für hinterhältige Attacken benutzt werden, das ist was für Wolle. Ich glaube, ich habe hier echt nichts so Geiles gerade, muss ich leider sagen. Na, oh, tut mir leid. Aber ich muss jetzt erstmal wieder gucken, welchen Ring ich anziehe. Aber was haben wir denn jetzt eigentlich gelernt? Also, komischen. Du hast doch auch so ein Buch bei der Frau dann aufgenommen, oder? Da hinten drin. Tagebuch von Leandra, ja. Oder wie das heißt. Da vielleicht drin, wie wir die Waffen herstellen können? Hatte ich nicht Stärke 13? Bin ich gerade blöd? Oh. Warum habe ich nicht diesen Ring? Der ist so viel geiler. Was ist das? Achso, das ist das Elfenschild, das du mir geschickt, ne? Ah, sehr gut. Ja. Ich dachte schon, wo kommt der denn her? War ein ja. Schild. So, jetzt muss ich mal gucken, was dieses komische Tagebuch ist denn das überhaupt? Ich habe unzählige Sachen jetzt hier im Inventar, die ich ja eben alle an die Heimstätte geschickt habe, die jetzt wieder hier drin sind. Das mache ich, das sortiere ich aber nochmal außerhalb der Folge. Ach Mann, wo ist das denn jetzt? Eva Marias Tagebuch war es auch nicht. Elvi, Leandra oder so. Tylyrons Tagebuch. Leandras Tagebuch, ne? Genau. Leandras Tagebuch. Ja, ist ein bisschen Text drin, aber... An meinen erleuchteten Makellosen. Ich habe Mangoth befohlen, dass diese Anweisungen nur gelesen werden dürfen, wenn es die Situation absolut erfordert. Aus diesem Grund gehe ich davon aus, dass eine schreckliche Situation eingetreten ist. Wenn ich tot bin, müssen die Todesritter aufgehalten werden. Unser Bestreben ist es, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, keine sinnlose Zerstörung oder Tyrannei heraufzubeschwören. Wir möchten den wahren Frieden, aber Frieden muss erkämpft werden. Ich habe die Todesritter erschaffen, damit sie unsere Zukunft sichern und nicht, um die Hilflosen zu erobern.
In jedem Todesritter steckt ein Tropfen meines eigenen Blutes und dieser Tropfen macht sie verwundbar. Nehmt diese Ampulle und kombiniert sie mit dem Zauber, den ich erschaffen habe. Befindet sich an einem anderen Ort. Und die Todesritter können besiegt werden. Wenn ich tot bin, bedeutet dies, dass ich versagt habe und dass meine Mirakellosen tun. Tut mir für immer ein wenig leid. Achso, und dass meine Makellosen tut mir für immer ein wenig leid. Mit meiner Abwesenheit müssen sich die Makellosen auflösen, denn ohne mich hört die Göttin nicht länger zu. Die Mitte. Tja. Okay. Wir müssen diesen Zauber finden. Aber haben wir den Zauber schon? Das überlege ich gerade. Bei mir gerade mal durchgeguckt, ich wüsste nicht. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wo der Herr. Ich habe Leandras Tagebuch. Fehle Zauberspruch der Kultisten. Das ist was anderes, ne? Ja, das ist was anderes. Nur den haben wir den noch nicht. Dann Hinweis, da steht nur in Klammern an einem anderen Ort. Deswegen, ich lese jetzt nochmal kurz die Bücher. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende. Ich würde sagen, dann machen wir eine. Mit diesen anderen Ort, genau, diesen anderen Ort finden wir vielleicht in der nächsten Folge. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.